Hallo und willkommen bei der 46. Folge von Die Sims. Es ist sonntags und die Zwillinge schlafen noch. Und Sheria sitzt am Frühstückstisch und frühstückt. Sie fühlt sich allerdings relativ unwohl, da das nächste Baby unterwegs ist. Es ist welches Baby ist es jetzt? Baby Nummer 10 ist es. Baby Nummer 10, der Vater ist von Julia, also der Vater ist Julian Offermann. Und jetzt werden wir mal gucken, wird es ein Mädchen oder wird es ein Junge? So, während die Jungs immer noch schlafen, duscht sie schon mal und sie fühlt sich immer noch nicht wohl. Sie soll jetzt erstmal ein Gemälde malen. Sie hat ja schließlich schon Level 10 erreicht. So, das Bild ist fertig und hat auch eine ganze Menge Geld eingebracht. Den einen Stein sammeln wir jetzt noch und es wird geangelt. Die Jungs schlafen immer noch. Während wir angeln, spule ich auch mal wieder ein bisschen vor. So, da ist einer der Jungs wach geworden und hat sich auch direkt etwas zum Frühstücken geholt. Er konnte schließlich am Sonntag bis 10 Uhr schlafen. Und da hat Sheria angelt, um Geld zu verdienen für den Haushalt, kann er, nachdem er gefrühstückt hat, ein wenig Steine sammeln. Da ist er auch schon. In der letzten Folge haben wir ja die Ostereiersuche begonnen. Schließlich ist das Ostern 2015 aufgenommen worden. Wahrscheinlich finden wir mit dem Kleinen auch wieder ein paar Ostereier. Deswegen grasen wir die ganze Nachbarschaft hier einmal ab, sodass wir unsere Sammlung vervollständigen und kümmern uns danach um Cherias Wohlergehen, weil sie hungrig ist und müde und ja, unsere Pinnwand ist zwischenzeitlich voll geworden, die löschen wir auch einmal komplett. So, der zweite Knirps ist aufgestanden und streitet sich direkt mal mit seiner Mutter. Aber sie ist nicht mehr, obwohl doch, sie hat immer noch Hunger, sehe ich in dem. Sie setzt sich nur um, okay. Also, da sitzt sie und unterhält sich mit dem anderen Knirps. Und der zweite Junge sammelt Steine. Ich glaube, hier, der hier ist Carol, oder? Nee, Carol sammelt Steine und Flynn ist bei Cherrya und unterhält sich. Ah, da ist noch ein Stein. Den kann er direkt abgraben. Da ist auch ein Osterei. Die Frösche verkaufen wir. Ich weiß gar nicht, haben die ihre Hausaufgaben schon gemacht? Das Heft, das sieht sehr bedrohlich in dem Inventar aus. Ich glaube, ich werde sehen, was ich gemacht habe, ob ich deren Hausaufgaben noch anvisiert habe. Ah, wir haben jetzt insgesamt 4 Ostereier. Eins ist dazugekommen zur letzten Folge. Dieses mit dem rosa Herzchen drauf. Insgesamt haben wir nun 4. Und ein Fossil wurde gefunden. Ja, das wird wahrscheinlich wieder eine Sammelfolge, wenn ich richtig davon ausgehe. Wir werden es gleich sehen. Cherrya geht es immer noch nicht gut, sehe ich gerade im Inventar, Charaktermenü unten. Sie ist müde, aber sie geht schon von sich alleine ins Bett und schlummert ein bisschen. Soll sie machen. Dann kann sie neue Kräfte schöpfen. Ja, so sieht übrigens unsere Nachbarschaft aus. Wir haben ein etwas größeres Haus neben unserem. Oh, jetzt reisen wir. Ja, wahrscheinlich, damit wir eine weitere Nachbarschaft abgrasen können. Nehmen wir Cherrya mit oder nicht? Sie schläft. Lass sie hier. Okay, ich war nett und habe sie da gelassen. Damit sie weiter schlafen kann. So, jetzt werden die Zwillinge erstmal auf Reise gehen. Mal schauen, wohin. Sobald das Menü aufploppt, werde ich das gleich rausschneiden, damit wir ein wenig
Videozeit sparen. Und aber noch gedenken die beiden Jungs noch nicht zu reisen. Da sind sie. Wir sind zur Familie Bach gereist. Einfach nur, damit wir eine neue Nachbarschaft haben. Der eine klopft direkt mal an die Tür. Ich glaube, mit dem anderen werde ich gleich Steine sammeln gehen. Damit wir weitere Ostereier bekommen. Wir können gleich mal in das Haus der Familie Bach gucken. Haben wir nicht auch einen Bach als Vater? Nein, doch. Marco Bach. Marco Bach ist doch sogar der Vater von den beiden Zwillingen. Was für ein Zufall. Okay. Wir besuchen also den Vater der beiden. So, während, ich glaube, Carol habe ich gerade ausgewählt, während Carol weiterhin, nee, Flynn war der mit dem grünen T-Shirt. Flynn sucht weiterhin nach Steinen. Da ist ein Piratenschiff. Ja, okay, dann soll er erstmal spielen. In der Zeit, während ich mit über die Map scrolle, soll er spielen gehen. Da ist ein Bogen. Noch ein Bogen. Das ist ein kleiner Park hier, ne? Die haben sich schon mit der Umgebung ein wenig Mühe gegeben. Also ich finde es sehr idyllisch. Hier ist ein kleiner Kräutergarten, an dem man Sachen abgrasen kann und seine Gartenfähigkeit auch hochpushen kann. So, Carol ist im Hause Bach drin. Es befindet sich ein Schlafzimmer, ein Kinderzimmer, noch ein Schlafzimmer und noch ein Mädchenzimmer da. Und unten, da ist eine Frau, da ist Sebastian Bach. Es ist nicht Marco Bach, es ist Sebastian Bach. Ich weiß gar nicht, wie die wie die verwandtschaftlichen Verhältnisse sind. Es kann natürlich auch sein, dass es noch eine andere Bach-Familie gibt. Man weiß es nicht. Da sind Flynn und Judith. Pierre Kingston. Mit dem, das war ja der allererste, den wir angebändelt haben. Mit dem haben wir aber auch kein einziges Kind bekommen, weil der einfach blöd war. Aber Ralf ist auch da. Und Ralf ist der Vater von Estelle. So, da sind zwei Bach-Leute und Vanessa Bach und Sebastian Bach. Gut, mit dem soll er mal Schach einfach spielen. Und hier ist viel los. Da unten, ich glaube, das ist sogar Raven, der mit dem karierten Hemd. Dann sollen sie erstmal alle spielen. Rita ist auch mittlerweile da. Ich weiß zwar nicht mehr, wer es ist. Aber sie ist da. Ja, da ist sogar unser Enkel, der mit dem grünen Shirt. Das ist unser Enkel, das ist Yuris Sohn. Welcher von beiden weiß ich allerdings auch nicht. Lukas oder Steffen, das sind ja auch Zwillinge. Es ist mittlerweile relativ durcheinander hier mit den ganzen Familienverhältnissen. Ja, ganz viele Kinder auf einem Haufen. Da kommt Gorge. So, wir schalten mal wieder auf Cheria zurück. War zu viele Kinder auf einmal, aber Gorge ist auch gerade angekommen. Judith, Rita waren da, Raven ist gekommen. Dann entweder Lukas oder Steffen, einer der Enkel. Und zurück sind wir im Hause Rosenheim. Cheria ist mittlerweile aufgewacht. Sie war ja am Schlafen und wow, sie spült sogar die ganzen Teller und so, die die Jungs stehen lassen haben. Das ist fleißig. Sie fühlt sich auch wieder wohl. Sie ist glücklich. Sie ist ausgeruht, was man an ihrem einen kleinen Icon da unten sieht. Und sie ist fröhlich, dass das nächste Baby unterwegs ist. So, kochen hat sie jetzt auf Level 9. Ein bisschen wieder Punkte gesammelt. Gut, und angeln ist sie auch auf Level 9. Noch nicht auf Level 10. Deswegen sollen sie direkt mal angeln, damit wir das 10. Level erreichen und sie Meisterangerin ist. Das zweite Trimester ist erreicht.
Cherrya fühlt sich selbstsicher. Sie hat einen guten Fang erhalten. Und die Hälfte von Level bis Level 10 ist schon erreicht. Also Level 9. Es fehlt nicht mehr viel. Aber je weiter man mit dem Level ist, desto länger dauert das, ja. Deswegen wird hier gerade vorgespult. Damit es nicht so langwierig ist. Es ist auch schon 9 Uhr. Die Kinder sind... Ein Kind ist mittlerweile zurückgekehrt. Carol. So, Cherrya, brechen wir einfach mal ab. Beim nächsten Mal kriegt sie dann Level 10. Sie soll jetzt erstmal auf Toilette gehen und wieder was essen, damit sie glücklicher ist. Von den 7000 Simoleons, die wir morgens hatten, sind wir jetzt auf 9400 gekommen. Das ist auch schon mal was. Der zweite Junge ist auch wieder zu Hause. Beide gucken. Der eine guckt Fernsehen, der andere, keine Ahnung, wo der gerade ist. Kommt gerade rein. Ja. Jetzt gucken wir noch ein bisschen am Abend, was die alle so machen. Ach, wir gehen erstmal ins Kaufmenü. Wir kaufen erstmal was. Ein Regal. Ich habe ein Regal eingegeben. Sieht aber nicht hübsch aus. Es wird auch nicht gekauft, glaube ich. Das kann ich. Vitrinen. Ah, okay. Wir kaufen Vitrinen. Wir haben ja die Ostereier. Damit wir die irgendwo an die Wand batzen können. Wir nehmen ein schönes Holzbrett. Und warum denn nicht im Jungszimmer aufbauen? So, direkt mal an der Regalfront. Eins, zwei, drei. Petra hat auch noch eins, ne? Vier Stück. Dann gibt es da noch oben 5 und 6. Und unten dann auch nochmal die restlichen 6. Ich glaube, 12 Stück kann man insgesamt sammeln. Also zumindest im Jahre 2015. Und mal schauen, ob wir das hier hinkriegen. In dieser Spielrunde. Bis wir wieder in die Live-Schaltung gehen. Jetzt ist ja August 2016. Und also dann werden auch einige Add-ons noch dabei sein. Die wir auch nutzen können. So, einer schaut Fernsehen. Am nächsten Tag müssen die auch wieder in die Schule. Und einer spricht mit... Ich glaube, Estelle kommt gerade zu Besuch. Er spricht mit Estelle. So, wir lassen noch den Abend ausklingen. Und dann werde ich diese Folge auch beenden. Am nächsten Tag müssen die Jungs in die Schule und auch ich muss am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Es ist nämlich zeitgleich Sonntag, wie jetzt hier mit den Sims. Also das Video werde ich aber morgen erst hochladen. Ja. Viel passiert gerade nicht mehr. Irgendwie steht der eine Carol gerade vor der Mülltonne. Flynn beschäftigt sich zumindest. Ich glaube, Carol ist gerade ein bisschen verbuggt. Er hat irgendwie das Bild von Estelle im Menü bei sich drin, aber er macht gerade nichts. Abgesehen davon, dass er vor der Mülltonne steht. So, Estelle schicken wir mal ins Bett. Auch Flynn schicken wir jetzt gleich ins Bett. Ich glaube, es ist eine doch ein guter Punkt, jetzt aufzuhören. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet doch einfach ein und bis dann. Tschüss!